Hallo, ich bin Ralf Bürgelin. Aus aktuellem Anlass möchte ich heute euch etwas über die Abzugsfähigkeit von Spenden erzählen. Viel Spaß mit dem Video. Grundsätzlich sind Spenden erstmal private Ausgaben, aber im Rahmen von Sonderausgaben in Grenzen abzugsfähig. Dazu benötigt man bis 300 Euro lediglich eine Einzahlungsquittung oder einen Bankbeleg, ab 300 Euro eine Spendenbescheinigung. Spendenbescheinigungen dürfen bestimmte Unternehmen oder Unternehmensgruppen oder Personenvereinigungen, Vereine, Organisationen ausstellen. Als Spende kommen Geldspenden in Betracht, es kommen Sachspenden in Betracht und es kommen aber auch Spenden in Betracht für Leistungen, die man macht. Zum Beispiel der Handwerker, der für eine gemeinnützige Organisation arbeitet und dafür keine Rechnung stellt. All dies sind Spenden, die abzugsfähig sind. An wen kann ich spenden? Ich kann an gemeinnützige Organisationen spenden, an Mildtätige, an kirchliche Einrichtungen, aber auch an Parteien in engen Grenzen. Die Sonderausgaben sind Ausgaben der privaten Lebensführung. Auch da sind wir schon in einem gesonderten Video drauf eingegangen. Und damit sind sie nicht unbeschränkt abzugsfähig. Spenden sind normalerweise erstmal die normalen Spenden, außer den Parteispenden, limitiert auf 20% eurer Einkünfte, auf den Gesamtbetrag der Einkünfte. Solltet ihr doch einmal höher spenden, geht das aber nicht verloren, sondern kann dann im nächsten Jahr, wo vielleicht die Spenden nicht so hoch sind, vorgetragen werden und dort abgezogen werden. Spenden an Parteien sind in engen Grenzen auch möglich. Da gibt es aber starke Limitierungen mit 800 Euro und für Verheiratete 1600 Euro sind diese nur als Sonderausgaben abzugsfähig. Aus der aktuellen Situation raus haben wir jetzt natürlich in der Ukraine-Krise viele private Hilfsorganisationen, private Initiativen, die auch helfen wollen. So fährt gerade ein Freund an die Grenze und holt 14 Frauen mit ihren Kindern ab, um sie dann in seinem privaten Haus unterzubringen und mit Essen und Ähnlichem zu versorgen. Da ist die Frage, ob diese Aufwendungen später abzugsfähig sind, ob da der Gesetzgeber eine Lösung macht. Wir selber haben heute Morgen entschieden, eine Initiative zu unterstützen, die Medikamente in die Ukraine liefert. Die Medikamente sind im Wert von 10.000 Euro Einkaufspreis, werden direkt in die Ukraine von privater Hand gebracht. Wir selber beteiligen uns mit 5.000 Euro dabei. Auch hier ist noch nicht geklärt, ob wir diese abziehen können vom Gewinn oder nicht. Es geht übrigens auch, dass Firmen Spenden abziehen. Gerade Kapitalgesellschaften können Spenden auch abziehen. Diese sind dann Betriebsausgaben und mindern das steuerliche Ergebnis. Diese sind auch limitiert bei den Kapitalgesellschaften. Da gibt es eine zweite Grenze. Da gilt die Grenze 20% der Einkünfte. Und es gibt eine zweite Grenze mit 4 Promille der Umsatzerlöse und der aufgewendeten Löhne. Kapitalgesellschaften dürfen aber keine Spenden an Parteien abziehen. Also wie ihr seht, sind Spenden grundsätzlich steuerlich abzugsfähig. Das soll aber nicht der Grund einer Spende sein, sondern man will ja was unterstützen, man will ja gute Zwecke verfolgen. Und dann ist es natürlich schön, wenn der Staat einem da noch über ein Steuerersparnis ein bisschen hilft. Also spendet, wenn ihr könnt. Es kommt gut an. Liebe Grüße, euer Ralf.